Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fluri. Jetzt ist Herbst und Kürbiszeit und ich zeige euch das Rezept für ein leckeres und wärmendes Kürbiscurry. Das Curry ist ganz einfach gemacht in einem Topf. Ihr könnt die Zutaten nach eurem Geschmack variieren. Ich verwende als Eiweißquelle Linsen, ihr könnt aber auch gut gekochte Kichererbsen dazugeben. Oder wenn ihr nicht so viel Kürbis zu Hause habt, das Rezept auch abwandeln mit Süßkartoffeln. Ein sehr leckeres, einfaches, gesundes Gericht. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Zuerst erhitze ich in meiner Pfanne Kokosöl, gebe da hinein eine Zwiebel und karamellisiere die Zwiebel unter Rühren. Wenn ihr Knoblauch gerne habt, könnt ihr auch eine geschnittene Knoblauchzehe dazugeben. Ich habe lieber nur Zwiebel in meinem Curry. Wenn die Zwiebel schön weich gedünstet ist, gebe ich gerade die Gewürze dazu, dann können die ein bisschen mit anbraten. Ich verwende eine Currymischung, geräuchertes Paprikapulver, Koriander, etwas Ingwer und Kreuzkümmel. Gebe dazu dann meine Linsen. Sehr gut eignen sich gelbe oder rote Linsen. Die haben eine kurze Kochzeit von etwa 15 Minuten. Die Linsen habe ich vorgängig in ein Sieb gegeben und abgespült und gebe sie dann direkt in den Topf dazu. Dazu gebe ich noch eine Dose gehackte Tomaten und eine Dose Kokosmilch. Die Kürbiswürfel kommen dazu. Ich habe hier einen Hokkaido-Kürbis genommen und mit der Schale in Würfel geschnitten. Ihr könnt aber auch gut einen Butternusskürbis oder einen Muskatkürbis verwenden und den Kürbis auch vorbereiten und in Würfel schneiden. So lasse ich alles nun bei mittlerer Hitze für etwa 15 bis 20 Minuten köcheln. Am Ende noch abschmecken, mit Salz und Pfeffer verfeinern und zuletzt hebe ich noch Spinat unter. Den Spinat müsst ihr nicht mitkochen, der fällt durch die Hitze schnell zusammen und verleiht dem Gericht noch zusätzlich Gemüse und Mineralstoffe. Das Curry könnt ihr so servieren mit etwas nahem Brot, ihr könnt es mit Reis servieren oder einfach wie einen Eintopf löffeln. Ein super einfaches Gericht, perfekt für die Familie, perfekt zum Vorbereiten. Das Rezept mit den Mengenangaben zum Nachlesen findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Freude beim Ausprobieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fluri.